Hi und willkommen zu Cookie Class. Wir machen heute Tortenstückchen-Cookies. Dazu brauchen wir runde Cookies. Wie der Cookie-Teig geht, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Nehmt ihr einfach dann ein Glas und stecht runde Cookies aus und schneidet die dann, bevor ihr sie backt, wie so eine Pizza in Stücke, damit ihr sowas daraus bekommt. Und genau, dann brauchen wir noch Royal Icing, einmal in braun für die Schokolade in der mittleren Konsistenz und in weiß, pink und grün in der harten Konsistenz. Die Torte ist eine geschichtete, das heißt, ich suche mir jetzt zwei Stückchen raus, die ganz gut so aufeinander passen, dass ich sie später aufeinanderlegen kann. Und dann fange ich an mit dem oberen und fülle da die Fläche oben drauf mit dem braunen mittleren Icing. So, wie immer ein bisschen klopfen, also auf den Tisch und dann noch vielleicht mit einem Scribble-Tool ein bisschen ausbessern. Aber man sieht schon, es verteilt sich auch so durch das Klopfen schon ganz gut. Das muss jetzt so antrocknen, dass wir es dann auch darüber raufheben können. Deswegen müssen wir jetzt so eine Stunde warten, bis das getrocknet ist. So, unsere obere Hälfte ist jetzt getrocknet, das heißt, wir können jetzt weitermachen und machen da bei der unteren Hälfte weiter. Die kriegt nämlich auch ein bisschen Schokolade und zwar guckt die so an den Seiten so ein bisschen raus. Das heißt, wir machen so ein welliges Muster einmal rundherum. So, und wenn das dann so aussieht, macht ihr noch ein bisschen in der Mitte zum Kleben und hebt dann eure getrocknete obere Hälfte vorsichtig da drauf, so dass es passt und drückt sie fest, damit es hält. Und dann muss das Ganze wieder ein bisschen trocknen, so eine halbe Stunde und dann können wir mit der Verzierung obendrauf weitermachen. Das sind unsere Farben für die Verzierung und zwar brauchen wir die alle in der harten Konsistenz. Und das Weiß braucht so eine Sternspitze, eine kleine Sternspitze. Und das Grün und das Rosa brauchen jeweils eine Einerspitze. Jetzt fange ich an mit dem Weiß. Da machen wir den schönen Sahnerand mit. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, ich setze hier in der Ecke an und mache dann auch immer so eine Art Wellenbewegung eigentlich. Setz ab, setz wieder an, dass das so schön aussieht wie Sahnehäubchen. Und dann so vier Stück passen auf so ein Tortenstückchen. Und dann haben wir unseren Sahnerand. Und dann geht es weiter mit dem Pink. Da machen wir das kleine Röschen in der Mitte. Und zwar einfach im Kreis wie so eine Spirale von außen nach innen. Und dann zum Schluss so ein bisschen Spitzchen lassen. So, und für die Blätter machen wir eigentlich so Punkte neben dem Röschen und ziehen dann weg, damit so eine Spitze bleibt. Eine Seite. Und die andere Seite. Und fertig ist unser Kuchenstück. Nachdem sie noch ein bisschen getrocknet sind, sind unsere schönen Tortenstückchen jetzt fertig. Ich hoffe, ihr findet sie genauso niedlich wie ich und macht sie nach. Und dann macht Fotos. Ich will Fotos sehen. Ladet sie auf Instagram hoch mit dem Hashtag IamBakeClub und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!